Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit, dein Kryptowährung. Heute mit dem zweiten Teil unserer Wochenreport der Serie. Ja, ich kann euch schon mal vorab versprechen, diese Woche ist echt viel passiert. Allerdings werde ich mich diesmal etwas kürzer halten als in der letzten Woche. Mir ist wichtig, dass wir uns einmal die Fakten anschauen, aber alle Details und jede einzige Entwicklung am Tag könnt ihr euch gerne selbst mal anschauen unter coingecko.com. Ich will heute mal aufs Wesentliche eingehen und zwar schauen wir uns gleich mal zu Beginn die Top 5 an. Wir sehen also prinzipiell schon mal, was ganz schlecht ist, nämlich all unsere Währungen, die wir hier so in den ersten Top 10 sehen, bis auf Dogecoin, haben alle diese Woche stark verloren und zwar an der Marktkapitalisierung. Ich würde euch einmal kurz erklären, was diese Marktkapitalisierung auf sich hat und warum die so wichtig ist für die Kurse. Und dann gehen wir wie gewohnt auf die Top 5 ein, diese Woche mit einer neuen Währung, Sia Coin. Dazu sage ich euch schon mal, ist eine relativ neue Währung und in Deutschland relativ unbekannt, hat ihren Hauptsitz in Boston, USA und demnach wird da aktuell regional viel Werbung drum gemacht, viel gemacht und Investoren gesucht. Das führt dazu, dass Sia Coin in dem Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt und so ist es auch gekommen, dass sie diese Woche in den Top 5 sind. Ich werde mich näher mit dem Thema beschäftigen und euch auch gerne noch ein bisschen mehr zu Sia Coin erklären. Heute erst einmal wichtig, Top 5 mit dabei. Okay, Marktkapitalisierung, was bedeutet eigentlich diese Megazahl hier? Ihr müsst es euch so vorstellen, Marktkapitalisierung bedeutet, wie viele Menschen, jetzt in diesem Fall Euros, auf den Markt geworfen haben, um Bitcoins zu handeln. Ja? Also man möchte einen Bitcoin, dann sagen 10 Leute, ja, ich will auch einen und dann investieren sie Geld da rein und so entsteht ein Kurs. Bei Bitcoin ist das Besondere, dass es im Vergleich zu Geld, das wir so kennen, keine Möglichkeit gibt, diese nachzudrucken. Bitcoin arbeitet zum einen mit der Blockchain, zum anderen aber auch mit einer festen, geplanten und unveränderbaren Ausgabe an Bitcoin. Das heißt, die Entwickler, die sich damals rangesetzt haben und überlegt haben, was man machen kann, haben festgelegt, dass es insgesamt nur 21 Millionen Bitcoins geben wird. Diese 21 Millionen werden alle 4 Jahre gibt es kleine Erhöhungen und es werden wieder Bitcoins in den Markt gespült. Aber ansonsten gibt es keinerlei Möglichkeit, diese 21 Millionen irgendwie mal zu erhöhen. Da aber die Nachfrage, also die Menschen, die gerne Bitcoins haben möchten, in den letzten Jahren extrem gestiegen ist, aber nur ein gewisser Wert an Bitcoins auf dem Markt verfügbar ist, ist die Nachfrage viel größer als das Angebot und dadurch entsteht dann eben ein riesiger Kursgewinn. In diesem Fall gibt es also 2.400 Euro für einen Bitcoin. Aktuell sind, glaube ich, in etwa 13 Millionen Coins raus, ja, irgendwie um den Dreh 13 Millionen Bitcoins sind im Umlauf. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr als die Hälfte schon draußen, aber der Rest soll bis spätestens 2120 oder so auf dem Markt sein. Ja. Wichtig für euch, je mehr Bitcoin gefragt ist, desto mehr steigt auch euer Kurs. Also lohnt es sich durchaus, noch weiter da rein zu investieren, auch wenn man sich vielleicht nur ein Zehntel Bitcoin kauft. Da es nie mehr geben wird und ich davon ausgehe, dass die Nachfrage nicht sinken, sondern eher steigen wird in Zukunft, ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Bitcoin oder generell die Kurse, die eben mit solchen begrenzten Zahlungsmöglichkeiten arbeiten, dass die eben schnell und vor allem dauerhaft steigen werden. Ripple zum Beispiel ist genau das Gegenteil. Ripple arbeitet eigentlich als Pendant zu sowas wie PayPal oder sowas. Ihr habt also ein paar Banken im Hintergrund, die sich entschieden haben, auch mit einer digitalen Währung zu arbeiten. Allerdings ist Ripple nicht so ganz dezentral, wie das bei den anderen Coins der Fall ist, sondern hier stecken durchaus auch noch so ein bisschen die Bankenköpfe mit drin. Das macht das Ganze zwar sehr populär und auch extrem massentauglich, aber natürlich ist hier die Möglichkeit gegeben, dass Ripples nachproduziert werden können. Das ist auch der Grund, warum sie trotz einer sehr hohen Marktkapitalisierung einen sehr geringen Preis haben. Es gibt eben deutlich mehr an Ripples auf dem Markt und dementsprechend ist das Angebot viel größer, als es zum Beispiel bei Bitcoin der Fall ist. Deshalb, Coin ist nicht gleich Coin. Beschäftigt euch intensiv mit dem Thema, guckt euch meine Videos an, schaut euch auch gerne andere Videos an von Leuten, die ich zum Beispiel abonniert habe, bevor ihr euch für irgendeine Währung entscheidet und macht das nicht nur vom schicken Logo abhängig, sondern wirklich auch aus Überzeugung und guckt euch genau an, ob das Geschäftsmodell zu euch und eurer Strategie passt. Gut, ja, wir gucken uns mal kurz die Verläufe an. Bitcoin in dieser Woche eher wenig verändert. Wir gucken uns immer die letzten 7 Tage an.
Am Anfang wieder ein schönes Up. Nachdem wir letzte Woche Sonntag ungefähr bei 2290 ausgingen, kam gleich am Montag eine starke Erhöhung, die dann auf Dienstag und Mittwoch noch ja, weiterging. Dann haben wir am Donnerstag einen leichten Kursfall. Aber alles in allem sind wir ehrlich, es hat sich kaum etwas geändert. Ja, der Bitcoin hat natürlich Schwankungen, aber wenn man das mal zu Beginn der Zeit vergleicht, wo der Bitcoin so 2, 3 Jahre auf dem Markt waren, da waren Kursveränderungen von 400, 500% ganz normal. Ja, morgens ist das Ding 3 Euro, 3 Dollar wert, am nächsten Tag waren es 20 Dollar, einen Tag später wieder 2 Dollar. Das war total normal. Demnach haben wir jetzt schon langsam eine echt stabile Kryptowährung, die eigentlich wenig zulässt an Veränderungen. Okay, jetzt die wichtigste Währung diese Woche, nämlich der größte Verlierer, Ethereum. Ethereum hat einen Präzedenzfall gehabt. Und zwar war es so, dass ein Großinvestor diese Woche sein Geld rausgezogen hat. Ja? Der Großinvestor, wir schauen uns mal die letzten 14 Tage an, da kann man es noch besser sehen. Also, wir hatten bereits letzte Woche schon einen rapiden Kursfall. Und zwar lag das daran, dass verschiedene ja, Experten sich so ein bisschen leiten lassen, psychologisch von neuen Hürden, die erreicht werden. Wir reden natürlich hier bei uns immer über Dollar, aber über Euro, aber es gibt natürlich auch Amerikaner, die damit handeln und die richten das Ganze immer so ein bisschen nach dem Dollar. Und wenn wir das mal umschalten, so, dann sehen wir, wenn wir uns den Chart jetzt nochmal anschauen, dass wir bei Ethereum in den letzten 14 Tagen fast die 400-Dollar-Marke erreicht haben. Also der steigt und steigt und steigt die letzten Wochen. Und kurz vor der 400-Dollar-Marke fangen auf einmal die meisten Anleger, die eben nur profitorientiert handeln, an, ihre Coins wieder zu verkaufen. Das wiederum führt dann zu einer kleinen Massenhysterie. Die Leute bekommen Panik, die sich zum Beispiel nicht so gut mit dem Thema auskennen, sehen nur einen Kursfall, ja, und machen gleich mit. So entsteht dann so ein riesiger Kursverlust. Das ist eigentlich nur jetzt mal ja, ein Beispiel dafür, wie Kurse beeinflusst werden. Es hat also überhaupt nichts mit der Währung zu tun oder mit irgendwelchen Skandalen, sondern es geht wirklich darum, dass hier der Etherpreis verändert wurde, weil ein Großinvestor einfach mal kurz überlegt hat, ich gehe jetzt raus, 400 Dollar reichen mir, ciao. Ja, das Ganze fängt sich allerdings schnell wieder, weil natürlich die Masse irgendwann merkt, das war jetzt nur eine kleine Ausnahme, aber generell muss man sagen, hat Ethereum stark verloren in den letzten Tagen. Und sehr, sehr spannend ist auch, dass dieser Großinvestor scheinbar nicht den einzigen Problemfall eröffnet hat diese Woche. Denn kurzfristig, also das kann ich jetzt hier nicht genau sehen, aber kurzfristig war am Dienstag auf Mittwoch in der Nacht der Etherpreis von 356 Dollar auf 4 Dollar gesunken. Innerhalb von kürzester Zeit, also 99,9% Verlust innerhalb von ein paar Sekunden. Keine Panik, genauso schnell war es auch wieder vorbei. Einige haben darauf spekuliert, dass es vielleicht ein Systemfehler war. Mittlerweile ist aber bekannt, ich habe mich mal ein bisschen reingelesen hier, warum Ethereum jetzt gecrashed ist. Könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen auf futurism.com. Habe ich festgestellt, dass ein Rieseninvestor seine Millionen an Ether eingetauscht hat. Und das hat dazu geführt, dass die Tauschbörsen nicht in der Lage waren, diese große Menge an Ethereum so schnell einzulösen. Und das hat dann zu einigen Systemabstürzen geführt, weil nicht genug vorhanden war. Dementsprechend war ganz schnell einfach mal der Kurs zerstört. Wir reden hier über mehrere hundert Millionen, also keine kleinen Millionenbeträge, sondern hunderte Millionen, die ein Investor oder ein Investorenhaus in kürzester Zeit auf den Markt geschmissen hat. Und das hat dazu geführt, dass der Kurs und die ganzen Parameter durcheinandergebracht wurden. Hat sich allerdings relativ schnell wieder eingetüftelt. Und das Gute ist, dass jetzt natürlich Börsenhäuser daran arbeiten, dass sowas nicht normal passieren kann. Es gab keinerlei Verluste, weil die Zeit zwischen diesem Kursabfall und der Normalisierung des Kurses war so kurz, dass selbst wenn ihr es gewusst hättet und ihr nur gewartet hättet, dass ihr jetzt auf Kaufen drückt, hättet ihr es nicht geschafft, den Kaufprozess innerhalb so weniger Sekunden abzuschließen. Ja, wichtig zu wissen, dass es sowas mal gibt, ja, aber keine Panik, das hat jetzt nichts mit der Ethereum oder mit Ether an sich zu tun, sondern das geht wirklich um einen kleinen technischen Fehler, der hätte auch genauso gut mit jeder anderen Währung funktionieren können. Ja, ansonsten meine Prognose für diese Woche für Ether. Ich denke mal, wir werden uns wieder in die 350er-Region bewegen. Ganz einfach, weil Ether sich die in den letzten Wochen und Monaten erkämpft hat und es einfach nur eine kleine Unsicherheit am Markt war.
Dennoch würde ich aktuell definitiv empfehlen zu halten, nicht zu verkaufen, aber auch nicht nachkaufen. Ja, also wenn ihr noch keine ETH habt, dann ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, sich die ein oder andere davon einzukaufen. Generell empfehle ich aber aktuell nur zu halten. Lasst es uns beobachten und einfach mal gucken, wie sich der Kurs gerade jetzt so am Montag und Dienstag entwickelt. Gut, ja, jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt habe ich ja erzählt, ich will es heute mal ein bisschen kürzer machen. Aber ihr merkt, es gibt viel zu berichten. Dafür machen wir es jetzt etwas kürzer. Litecoin unverändert, eigentlich kaum Kursschwankungen. Es hat sich gar nichts geändert. Wir lagen letzte Woche bei 49 Dollar, ungefähr 46,88 €. Jetzt sind wir ungefähr bei 43,90 €. Also da ist kaum Veränderung. Litecoin basiert auf auf Bitcoin, auf der Blockchain von Bitcoin. Demnach sind die beiden immer dicht beieinander. Andererseits seht ihr, dass solche Coins wie Seercoin oder auch Ethereum Classic, gucken wir uns die mal an. Wo haben wir sie? Ether Classic. Ja, ich glaube schon übersprungen. Auf jeden Fall haben wir die Ether Classic und die anderen Coins einfach. Die basieren auf der Ethereum-Blockchain und demnach, wenn Ethereum an Wert verliert, verlieren die in der Regel alle mit. Das ist also kein Grund zur Panik. Ja. Gut, ja, Ripple war diese Woche eine mega Überraschung. Die wollen wir uns mal anschauen im Chart. Und zwar, ja, gucken wir es uns mal an. Wir gucken sie die letzten 7 Tage an. Wow. In dem Moment, wo also Ethereum seinen Einbruch hatte, weil die Kurse erreicht wurden, schien es fast so, als wenn die Investoren ihr Geld, was sie bei Ether gewonnen haben, gleich reinvestiert haben in Ripple. Ripple lag zeitlich bei 33 Cent. Also roundabout 27,5 bis 28 Euro Cent. Und das hatte zur Folge, dass natürlich diese Woche extrem viel verdient wurde. Jetzt mittlerweile hat sich das Ganze wieder normalisiert. Trotzdem sind wir hier bei ungefähr 27 Cent stehen geblieben, 26,7 Cent. Und das ist eine geile Voraussetzung, weiterzumachen. Meine persönliche Prognose ist, Ripple wird ein massentaugliches Produkt. Viele, viele Menschen werden sich Ripple ankaufen können, damit handeln können. Das wird es mega interessant machen zum Thema Marktkapitalisierung. Ich glaube also, zwar wird der Bitcoin und auch Ethereum eine starke Blockchain bleiben, die aufgrund ihres Systems immer interessant sein werden. Allerdings wird Ripple definitiv auf die Masse gepolt und es werden viele Menschen damit arbeiten. Ich sehe Ripple fast so wie eine Art neumodisches Zahlungsmodell wie PayPal. Also demnach glaube ich schon daran, dass hier noch enorm viel Potenzial ist und auch Ripple bin ich aktuell eher auf der Meinung, dass ich sage, kaufen oder halten, auf gar keinen Fall jetzt auf die Idee kommen, das Ding wieder zu verkaufen mit 2 Cent pro Ripple ein Plus. Das macht keinen Sinn. Und ich bin ja sowieso eher so der langfristige Denker. Ich bin nicht darauf aus, jetzt kurzfristige Kursgewinne einzuholen. Es geht mir mehr so ums Ganze. Ja. Okay, Seercoin. Interessant hier ist eigentlich nur, dass Seercoin bei weniger als 2 Cent liegt. Und das bedeutet, man kann sich extrem dick einkaufen. Wie man so eine Seercoin, ein Wallet erstellt oder wie man generell an Seercoins kommt, da mache ich mich mal jetzt schlau für euch und werde dazu ein neues Video posten in der kommenden Woche. Ansonsten war es das von meinem Wochencheck. Zusammenfassend sei also gesagt, wir haben eher eine negative Woche erlebt, also eine Woche, wo es jetzt mal keine Rekordhochs gab. Ethereum hat extrem überrascht mit diesem Präzedenzfall, der da eintrat. Allerdings war das eine automatische Warnung für alle anderen Währungen, darauf Acht zu geben. Also ist auch durch dieses kleine Problemchen wieder eigentlich der Markt sicherer geworden. Ripple zählt zu meinen definitiven Favoriten. Ether genauso. Auf lange Sicht wird Ethereum definitiv auch einen vierstelligen Bereich erreichen. Das ist meine feste Überzeugung. Allerdings wisst ihr ja, dass meine ja, ganzen Meinungen meine sind und nicht eure. Ich gebe euch nur ein paar Tipps und meine Sichtpreis. Ansonsten sollt ihr bitte alle selbst euren Kopf einschalten. Nicht einfach so alles kopieren und nachmachen. Denn wenn man verliert, ärgert man sich die Krätze an den Hals und ich möchte nicht schuld dafür sein, dass ihr euer Taschengeld verliert. Ja? Okay, das war's. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch für einen Daumen nach oben entscheidet bei mir. Das zeigt mir, dass ihr Freude daran habt, euch sowas mal anzuschauen. Ich habe noch viele andere Videos hochgeladen, zum Beispiel, wie ihr euch eine Dogecoin-Wallet erstellt. Auch hier seht ihr, war diese Woche wieder eine schöne Entwicklung zu sehen. Guckt es euch einfach mal an. Ihr könnt dort auch kostenlos Dogecoins bekommen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch auch. Ansonsten erst einmal einen geilen Sonntag noch für den Rest. Bis bald. Ciao.